letztens übrigens fast von einem Autofahrer angefahren. Können wir ja gleich mal eine kleine Storytime nebenbei einlegen. Ja, was willst du denn jetzt? Willst du hier meine Storytime stören oder was? Wo bist du? Komm her. Ja, da, zack. Also, nee, ich wurde nicht fast von einem Autofahrer angefahren, sondern ich habe mich aber so perfekt auf die Fresse gelegt, also wirklich so hart auf die Fresse gelegt, dass ich fast von einem Autofahrer angefahren wurde danach, ja. Ihr müsst euch vorstellen, ganz easy. Es war glatt. Es war sehr kalt die Nacht draußen, ganz normal, ne? Sollte man ja als Radfahrer auch so ein bisschen drauf achten und merken, dass es vielleicht ein bisschen glatt ist. Ich habe es dann auf andere Art und Weise gemerkt. Oder auf nicht normale Art und Weise. Ihr müsst euch vorstellen, ganz normale Kreuzung. Per will um die Kreuzung rumfahren, eine Kurve, fährt Per mit seinem Rad. Und dann müsst ihr euch vorstellen, ich fahre um die Kurve. Und an einer Stelle der Kurve ist alles komplett zugefroren. Da war wirklich richtiges Eis. Das war nicht so ein bisschen zugefroren, das war richtig festes Eis. Ich will um die Kurve rumfahren. Und wisst ihr, was dem Per dann passiert? Per fährt um die Kurve rum. Pers Reifen fangen an zu schlittern wie sonst was. Per packt sich absolut hart, richtig dämlich, einfach aufs Maul. Aber so richtig, also so richtig, richtig. Ich in der Situation hat mir, ach, gechillt, bam, rutsch weg, bam, drückt mein Fahrrad 10 Kilometer weg, push, dann lag ich da auf allen Vieren, mein Fahrrad 10 Meter weit über die Straße geschleudert, Autofahrer neben mir hält an. Ich mein Fahrrad aufgehoben, schnell zur Seite gegangen, vielleicht würde er ja weiterfahren, er hält an neben mir. Fragt mich, yo, alles gut. Er war noch so ein bisschen, er kam mir vor, als wäre er stoned. Sag ich euch ganz ehrlich, er war so richtig, als hätte er gerade die ganze Nacht lang durchgezockt gefühlt. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann müsst ihr euch wirklich vorstellen, 1:1 ich war so voll im Adrenalinkick, ne? Ich habe mich gerade vorne im Auto übel auf die Fresse gelegt. Es hätte alles passieren können, wisst ihr, was ich meine? Es war glatt. Es hätte wirklich alles passieren können in dem Moment. Ich so voll im Adrenalinkick, war noch voll unter Schock, Alter. Der fragt mich, was, ob alles okay ist. Ich so, ja, danke, alles okay. Alles gut, es ist übelst glatt und meine Reifen, die rutschen richtig und ich muss richtig aufpassen. Mit Gummi und so, das rutscht richtig, ja. Also fahren Sie bitte vorsichtig und sagen Sie jedem Bescheid, der Fahrrad fährt irgendwie. Passen Sie ja wirklich richtig auf, ja, okay. Und dann habe ich dem, ungelogen, ich habe dem drei Minuten einen Vortrag gehalten über das Rutschverhalten von meinen Reifen gegenüber Glatteis und über das Rutschverhalten an sich vom Gummi mit Glatteis und habe ihm, glaube ich, irgendeine dämliche Scheiße erzählt, bis ich halt aufgehört habe. Also das hat sich für mich ewig gefühlt, also wirklich, das war richtig, richtig lang. Und er am Ende so richtig stoned, so, okay. Und dann ist er weitergefahren. Später dachte ich mir so, ja, nice, Alter, ich habe ihm einfach 3 Jahre lang einen Vortrag über irgendeine Scheiße Fessung, wow. Ich habe ihm drei Jahre lang einen Vortrag über irgendeine Scheiße gehalten, Alter, die ihn wahrscheinlich gar nicht geguckt hat. Einfach, weil ich war in dem Moment noch so hart unter Schock, ich war noch so hart in meinem Film drin, dass ich gleich sterbe gefühlt, dass ich ihm einfach irgendwas vom Rad erzählt habe. Und mir selbst ist ungelogen erst später halt aufgefallen, dass ich ihm halt so einen Mist erzählt habe, wisst ihr, wie ich meine? So, Elytra, fahr aus, sehr gut. Und ich glaube aber, die Festung hat kein Schiff. Nee, die Festung hat kein Schiff. Ach man, warum hat die Festung denn kein Schiff? Das heißt, keine zweite Elytra für Per. Gucke ich jetzt vor. Ja, jetzt wirst du sauer, wo ich dir richtig in die Augen gucke, oder was? Oh. Da ist der erste tot. Nein. Okay, Wasser. Erstmal ganz kurz saven. Junge, ich muss kurz hier einmal regenerieren. Junge, ich habe noch keine einzige Enderperle, danke. Ach, direkt 3. Junge, er hat richtig gegönnt. Du, kennt ihr das, Leute? Wenn ihr das kennt, schreibt gerne mal in die Kommentare. Kennt ihr das, wenn ihr so übelst unter Schock seid oder so, weil ihr gerade irgendeinen Unfall gebaut habt und dann irgendeinem Typen einfach richtig was vom Pferd erzählt. So, Leute, jetzt geht das Looten der Schalker-Schalen wieder los, denn ich brauche ganz viele Schalker-Kisten. Kann ich mich nicht theoretisch einfach irgendwie da hochwerfen, wenn ich hier einmal klug... Bam! Super! Ja, ist schön, dass ihr euch direkt alle öffnet. Hi, Jungs. Alles fit? Einmal kurz hier ausweichen. Turn. Bam! Zack. So, zack. Warm, ich weiche euch allen aus. Zack. Einer ist tot, Jungs. Zack. Warm. Tschu. Ich wurde bis jetzt halt for real nicht einmal von so einem Ding getroffen, ne? Nein. Okay, dafür bin ich einmal komplett runtergefallen. Ist doch auch gut. Kann mich jetzt mal irgendjemand von den Dingern anschießen? Hallo, Jungs. Bitte einmal. Hallo, wollt ihr mich? Könnt ihr mich mal? Hallo? Warum schießen die mich denn nicht an? So, zack. Da ist der nächste weg, Alter. Toll, hat jetzt irgendein anderes Vieh das Ding getötet? So ein Mist. So, cool. Eisenbarren und eine Haltback. Oh, sehr schöne Schaufel, du. Nice, da sind immer gut. Ja, Band 4 Reparatur ist jetzt nicht so top. Aber naja, ich würde ganz gern kurz mal mein Diamantharnisch mit rausnehmen. Okay, der war nicht da drin. Hier ist mein Diamantharnisch. Einfach nur zur Sicherheit, weil die Elytra kann ich nicht durch den Damm halten. Guck mal, die ist jetzt schon fast komplett broke. Warum ist sie eigentlich fast komplett down schon wieder? Leute, wie farm ich denn im End am schnellsten Blöcke? Da gibt es gar keinen Weg, ne? Ich glaube, der beste Weg wäre jetzt einfach langsam nach der Festung hier sich auf den Nachhauseweg zu machen.
So, jetzt hier wieder Jump and Run King. Zack, zack. Junge, da bin ich. Oh, oh, hier ist es wieder so eine fette Party. Jungs, alles fit? Ich hoffe ja die ganze Zeit, dass ich noch irgendwelchen richtig nicen Stuff von denen gelootet bekomme. Aber mal gucken. Ich denke mal, die Schalker-Schalen ist schon eine echt gnädige Sache von denen, dass man die dafür bekommt. Da, die Kisten. Diamantschuhe. Geil, 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 geil. Leute, Loot ist immer nice. Da kann man alles mitnehmen. Komm. Leute, ich brauche das. Zack. Warum porten die sich denn alle weg? So. Nummer 1 ist weg. Yo, was geht denn da? Wie viele sind denn noch auf dem Dach drauf, bitte? Warum sind denn da noch so viele auf dem Dach drauf? Nee, das ist nur einer, der hier die ganze Zeit geschossen hat, oder was? Sehr komisch. So, Leute, ich habe jetzt hier alles gelootet. Ich habe jetzt insgesamt 25 Schalker-Schalen. Also das heißt, wir haben circa 12 Schalker-Kisten. Was keine Frage ist, eine ganze Menge. Aber es wird niemals reichen und wir werden hier definitiv noch ein paar Besuche im End auf jeden Fall haben werden. Und oh, jetzt muss mich das Ding hassen, oder was? Ich habe mir jetzt die Koordinaten des Spawns rausgesucht und der ist circa bei 30.000. Heißt, wir müssen in die Richtung da. Das geht runter, ja, wir müssen genau in die Richtung. Heißt, wir fliegen jetzt ein bisschen. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich hoffentlich ordentlich da ankommen, ohne jetzt irgendwelche riesigen Probleme dabei haben zu müssen, dass wir irgendwie Blöcke brauchen oder irgendwas. Mal gucken, ich hoffe, ich komme hier ganz schnell wieder raus, um den Stuff, den wir haben, erstmal zu saven. Weil das wäre für mich erstmal das A und O, dass wir den Stuff wirklich erstmal saven. Und Leute, ein kurzer Tipp vom Profi. Ihr werdet mit Elytren immer schneller, wenn ihr an Rändern von Blöcken vorbeifliegt oder von Gebauten. Ihr werdet dabei immer schneller, ja, das wollte ich nochmal erwähnt haben. Falls sich da jemand nämlich schwer tut oder so, ihr könnt einfach hier an den Rand des Dings fliegen und könnt dann nochmal an Höhe gewinnen. Nur wenn ihr nur versucht hochzufliegen, bringt das euch nicht weit. So, ich werde mir jetzt hier einmal ganz kurz mal ein Dach bauen und dann einmal kurz Enderman farmen, weil ich brauche echt viele Enderperlen. Und so schnell sind ganz viele Enderman auf dich aggressiv. Hopp, so. Und schaut mal, da haben wir tatsächlich jede Menge an Enderperlen. Und wenn wir Glück haben, ist hier auch noch einer. Nee, tatsächlich nicht. Aber wir sollten erstmal mit 16 und 4 genug haben. Was passiert eigentlich, wenn man ein Enderauge im End wirft? Passiert damit irgendwas? Kann man das? Man kann das gar nicht werfen, ne? Kann damit gar nichts machen. Ist ja Abfall, du. So, ich kann es euch hier übrigens auch nochmal zeigen. Wenn ihr jetzt hier dran vorbeifliegt, ihr seht, ihr werdet um einiges schneller. Und mit diesem Speed könnt ihr dann auch nochmal... Okay, ihr könnt nicht hochziehen. Ja, ich denke, es wird relativ klar sein, welche Message ich habe versucht zu vermitteln, lol. Ich habe richtig Angst, dass unsere Elytra kaputt gehen wird. Ich weiß nicht warum, aber also ich will sie einfach an die Oberwelt bringen und in der Oberwelt können wir sie ja dann wirklich mit Reparatur einfach enchanten. Haben wir ja glücklicherweise, vielleicht haben wir irgendwo noch ein Haltbarkeit 3 Buch und dann sollte das kein Problem mehr sein mit der Elytra. Aber guck mal, die hat jetzt auch 237 Durability und ich hoffe wirklich, die reicht auch bis nach Hause. Wir müssen jetzt exakt nur diese Richtung dort fliegen. Ja, wir müssen nur nach da fliegen, weiter nicht. Und dann hoffe ich mal, dass wir echt gut dort ankommen werden. Beziehungsweise relativ schnell wenigstens. Wisst ihr, wenn wir so Todesglück haben, finden wir noch eine Festung. Aber ich glaube, das ist hier so unwahrscheinlich jetzt, dass wir noch irgendwie eine Festung finden. Deswegen. Was würdest du als deine größte Angst bezeichnen? Ich glaube, meine allergrößte Angst wäre, dass ich jetzt, also in meinem jungen Alter, in Anführungszeichen, eigentlich redet man ja darüber nicht, aber ich sag's jetzt mal trotzdem, dass ich... sterbe, das muss ja nicht jetzt sein, es kann auch in 10 Jahren sein, dass ich sterbe, ohne etwas hinterlassen zu haben, was Menschen bewegt, besser zu werden. Weil, keine Ahnung, ich würde das so als mein Lebensziel benennen, einfach, dass ich will nicht sagen, dass ich Menschen besser mache, aber dass ich vielleicht Menschen, die absolut schon mal auf die Fresse gefallen sind oder Menschen, die absolut am Boden sind und nicht wissen, wie sie da rauskommen, dazu bewegen kann, mit egal was, irgendwie da rauszukommen, dass sie versuchen, selbst halt den Strang zu fassen, besser zu werden. Wisst ihr, was ich meine? Und dass aus ihnen dann halt was wird. Wenn ich sowas hinterlassen könnte, dass auch Leute, dass wenn ich 20 Jahre tot bin und Leute immer noch darauf zurückblicken und immer noch Leute dazu motiviert werden, durch diese Sache besser zu werden, ihr Leben zu verändern ins Bessere. Ich denke, dann wäre die Angst beseitigt, aber bis das passiert, dauert es halt alles auch noch ein bisschen, ne? Weil letztendlich weißt du nie, was das Schicksal mit dir geplant hat, Leute. Das müsst ihr euch merken. Und oh shit, Alter. Was ist das denn jetzt hier? Da kommt ja ewig nichts mehr. Wir müssen noch 800 Blöcke in die Richtung da. Leute, ich möchte, die Koordinaten sind... Nein. Nein. Nein, 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 nein. Doch. Doch. Oh mein Gott, ich habe erst gedacht, wir sind in die komplett falsche Richtung geflogen. Die Koordinaten, wir müssen sogar noch über 1000, nee, wir müssen noch, nicht lügen, 900 Blöcke dahin. Die Koordinaten sind 314, 900, 328. Heißt, wir müssen noch
über 1000 Blöcke in die Richtung. Sonst, also wenn das halt geschafft ist, wäre meine größte Angst, glaube ich, einfach, dass ich jeden Menschen, den ich versuche, stolz zu machen, zu verlieren. Wisst ihr, dass es keinen Grund mehr gibt, gut zu sein? So, keine Ahnung, letztendlich hat man immer eine Motivation, dass man einfach die Menschen stolz machen will, oder? Ein Ziel ist doch einfach auch, dass wenn eure Mom oder euer Dad durch einen Schicksalsschlag, warum auch immer, dass wenn der Tod sie ruft, sie sagen können, yo, ich habe einen Sohn hinterlassen, auf den ich stolz bin, der macht was, der tut und macht andere Menschen glücklich, der lächelt jeden Tag, der ist gut drauf, der zieht sein Leben durch und ich bin stolz auf ihn, wisst ihr, dass deine Eltern noch wissen, dass sie was hinterlassen haben, so wisst ihr? Das ist doch auch täglich eine neue Motivation, richtig krass was zu machen, oder nicht? Und wenn die Eltern halt nicht mehr da sind und du dann immer noch nichts gemacht hast, dann, obwohl, ich glaube, dann wäre die Motivation oder von meiner Seite die Motivation, dass ich sage, yo, sie sind vielleicht um mich rum und sehen, was ich mache. Und wenn ich jetzt Scheiße mache, sehen sie das und sind dann vielleicht enttäuschte Geister, wenn man das so benennen kann. Und ich glaube, dann wäre meine Motivation, sie glücklich zu machen, wenn sie halt um mich rum fliegen, in Anführungszeichen.